So, Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Wir machen jetzt Mission 41 und da machen wir diesmal noch die Mission 44. Ich denke, das reicht auch für diesen Part. Wir haben im letzten Part haben wir gegen Lord Bills gekämpft, also trainiert im Sinne. Und ihr seht schon, ich habe mich ein klein wenig verändert. Ich habe ein bisschen meine Klamotten gewechselt und ein bisschen meine Power gesteigert. Before creation comes destruction. Vor allem immer sagt er so, I must destroy. Naja, ich finde Lord Bills geil, also der gibt echt Damage ab hier. Wir müssen mit Freezer zusammen jetzt gewinnen. Der müsste auf jeden Fall zuerst erscheinen. Auf jeden Fall, der Nahkampf ist ein bisschen schwächer geworden, merke ich schon. Liegt wahrscheinlich an der Chi-Chi Son Goku-Kleidung, die ich auch gemacht habe. Nee, die Kids. Genau, die Kids sahen, ich weiß es nicht. Mal sehen, wie viel der Final Flash jetzt hinlegt. Der müsste jetzt eigentlich ein bisschen viel Damage machen. Yep, der macht Damage. Weil die Chi-Chi Son Goku-Kleidung macht übelst den KI erhöhen. Den AKI-Angriff. Aber schwächt den Nahkampfangriff. Natürlich muss ich ja die Schwäche irgendwie ausgleichen, oder? Also habe ich mir Daburas Hosen angezogen. Das sind Daburas Hosen. Die erhöhen nämlich ziemlich meinen Angriff. Etwas mehr als ich zwangs. Wenn ich jetzt noch den Chiti. Nee, wenn ich jetzt noch Daburas Schuhe finden würde, könnte ich meinen. Dann kann ich nochmal erhöhen. Der ist meiner. Okay, nimmst du mal einen Schaden? Mit maximaler Ladung bin ich ganz schnell wieder voll. Das war dumm. Nebenbei sind meine KP oder HP jetzt etwas höher, weil dank der Schießung Goku-Kleidung. Wir erhöhen nämlich meine HP. Und stirb. Und stirb. Kurz warten. Der ist Feuer. Na, wo wollt ihr alle hin? Ich krieg den hier einfach zum Abschießen. Auf. Ich mach krumm Energie L. Du bist mein Opfer. Kid Boo. Komm.
Machibu. Lasst uns boxen. Bringt ihn um. Danke. Vegeta haben wir noch nie gesehen. Die haben es ja auch nicht gesehen. What? Sind die wieder? I will get up, Spieß! Nochmal, I will get up, Spieß! Nicht zu nahe kommen. Alles auf Vegeta. Das Gefühl, dass er der gefährlichste ist. Wenn wir den ausschalten, ist das mal zur Ruhe. Vegeta. Bei einem allein kriegen wir Platz. Das gab es uns mit Füßen umzubringen. Ja, wird sterben. Mann. Alter. Stell, stopp, stopp, stopp! I'm gonna keep an eye on you. Roll auf, Biss! Jetzt da! Weil ich mir jetzt weg ist! Kein Grund, mich immer mit dir zu beschäftigen! Ja, ich bin nicht mit dir zu beschäftigen! Weil jetzt kannst du richtig von mir leiden, ja! So, die Kunst des... des Saiyajin-Töns! Keine Auszeit! So weiter geboxt! Erste Regel! Von Castle 90! Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Könnt ihr nicht mal einen einfachen Saiyajin umbringen? Seid ihr so bescheuert? Seid ihr so bescheuert, verdammte Scheiße? Ich hab mich sitzen, nee. Aber ich sollte die Mission zeigen, weil kann ich das mal schon ausgehen, die Mission. Die gehen noch sterben, aber ganz fixe von mir. Ich will nur schnell die Sache hier klären, dass das auch noch schnell ist. Dann können wir uns auch Zeit damit beschäftigen. Und dann bringen wir sie alle um. Am besten alles darfst du auf die Boost richten.
Vielleicht soll ich mir doch eine Chromkapsel rausschmeißen und dafür eine Kraftkapsel. Dann kann ich ihm schnell in den Super Saiyajin wechseln und schneller angreifen. Try your best. Make sure you don't make me quite serious. Now then, I'm ready when you are. So that super strange stuff. Very interesting. It's just as the seer prophesied. Cool. Now I get to fight more fierce. Nein, wie kann der mich umbringen? Give up and surrender. You all right? Oh, kurzer Schnitz wahrscheinlich. So, hier bin ich wieder. Ich hab das Gefühl, man will mich trollen. Ich wurde verarscht. Irgendwer hier hat. Ich weiß nicht, wer hier. Die darf mal mich stören oder wer mich jetzt trollen will oder was. Ist das irgendwas echt? Wenn einer an der Hacke haben oder? Ich weiß auch nicht. Los! So. Und schieß! Und schieß! Ich weiß ja nicht, wer das war, aber da lasst du hier meinen Frust aus. Damit kann man das Xenon was ziemlich gut benutzen. Für Frust. Give up and surrender. I'm going to go now. I'll let you take the rest. Don't overdo it! Jeez, Lord Beerus! So finicky! Way too much. Wow. Fine. What's that? That's it. Now that's impressive. Oh, nine. Du hast es! Jetzt gehst du verrecken! Und los! So. Und down. Und der nächste. Lord Beerus, are you satisfied now? So. Would you like to be the next god of destruction if Lord Beerus kicks the bucket? So. Oh, shut up. Los, shut up. It seems that you are no ordinary. Und du, wie ein Toter bist. Ich krieg den einfach nicht ins Visier. Und jetzt schneller. Scheiße, ich wollte gerade mich aufladen und dann bäh, geht's aus. Ist ja ganz große Klasse. Und mit Fäusten besiegt. Und geschafft. Come on! Don't you have any flashier moves?
Wow, wir haben echt gute Attacken bekommen. Eine gute Welt. Nicht! Weil ich keine Nahkampfattacken mehr holen will. Spezial, ich will Fernkampf haben und. Ne, er hat noch nichts für uns Neues parat. Na dann gehen wir weiter! Aus Langeweile, weil warum? Ja, weil, ich weiß auch nicht. Guck mal, ich kann tanzen. Meine Fresse, ich bin witzig. So witzig, das können wir uns dann später mal angucken. Jetzt machen wir das hier. Ich hab's im letzten diesmal verkackt. I must destroy. Weil die Gottbehinderten es einfach nicht hinkriegen, mal hier. Alright. Sich mal um die zu kümmern und jetzt kriegt ihr einen aufs Maul. Und wer jetzt versucht, mich immer noch mal zu trollen, dann wäre ich ja richtig aggressiv. Ich glaube, das wollt ihr ja sehen, wie ich ausraste hier. So Feuer alles zerstöre. Was mir noch in den Sinn kommt. Jetzt haben wir es auf die Hase-Tour. Ungefähr so. Wow, der geht jetzt down. Der lass ihn mal leben. Aber wenn ich dir mal spüren muss, ich jetzt, dann muss das passieren. Weil ich halt kein Bui aufkreuzt. Bin ich nicht lieber dich erstmal. Sehr gefährlich. Das muss man sofort erledigen. So. Oh Gott. So. Sag dich platt. Ja komm, stirb. Och, dank Oppis. Hast du meine Kombi zerstört? Vielen Dank auch. Ich hoffe, Son Goku schafft es. So, den Vogel ist mal von oben runtergeholt. Jetzt wird dieser Vogel abgeknallt. Mit einer über dem kleinen großen Attacke. Nicht schlimm. Einfach draufballern. Wo ist der schon wieder? Jetzt erledige ich dich! Bist du mal down? So, wenn er geht, Z! Und sterben!
Wo ist der Gegner? Muss mich da beschützen. Vielleicht nicht einfach. Das Beschütze hinzubekommen. Du musst dann wieder alle Visiere sofort auf Ghetto setzen und dann Ghetto ausschalten. Schalten wir aus. Schalte dich aus! Alter, hab ich ja schnell lässt vorne. Stinkefinger, leck mich. Weil die Zeit jetzt mit dem Part leider rum ist, muss der poppen. Tut mir leid. Nächstes Mal geht's hier weiter. Ich werde den Level offscreen beenden. Also diese Mission wird offscreen beendet werden. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar. Und vergisst natürlich Wertung nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann.